3 Sterne bei der Valentins-Herausforderung. Das war so einfach wie noch nie. Und in diesem Video zeige ich euch, wie das geht. Und ich würde sagen, wir springen direkt ins Video, damit ich es euch zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Das Erste, was wir machen, ist, unseren Wächter auf Luft zu stellen und einen E-Drachen genau auf 12 Uhr zu setzen. Der soll dann gleich den Adler rausbekommen. Da sind jede Menge Tornadofallen, das ist aber nicht so weiter schlimm. Wir können jetzt hier schon mal überlegen, was wir gleich machen. Und zwar, viel Luft abwehren ist nicht ganz so nice für die Elektrodrachen. Dementsprechend gehen wir in die X-Bows mit den E-Drachen rein. Und mit unseren Helden auf den Magierturm. Und das machen wir auch gleich, sobald jetzt hier der Adler dann gleich fallen wird. Das wird gleich der Fall sein. Durch die ganzen Nados dauert es immer ein bisschen. Aber der Adler fällt jetzt. Dann können wir unseren King setzen. Und dann unsere Queen hinterher. Und wir haben dann gleich die beiden Skelettzauber, die wir mit dazu setzen können. Unsere E-Drachen, Luftwächter, Slammer und die Loons. Und dann gehen wir wieder hier zurück zu unseren Helden, zünden unseren König und dann wollen wir hier die Queen rausbekommen. Dann gehen wir wieder zurück zu unseren E-Drachen und dann müssen wir hier aufpassen, dass jetzt hier gleich alles down geht. Und dann haben wir gleich ja noch die Wächterfähigkeit. Die nutzen wir früh, um dann hier die ganzen Singles rauszubekommen. Den Lavahund hinterher und die Lakis hier, um die ganzen roten Minen auszulösen, die am Rathaus sind. Die werden jetzt hier auch noch von dem einen E-Drachen ausgelöst. Das ist aber nicht so weiter schlimm, denn wir haben noch einfach so viel Power hinten raus, dass das jetzt hier kein Problem ist und dass das hier die 3 Sterne sind. Also Queen noch mit der Fähigkeit, die Singles sollten hier unten auch gleich down gehen. Und dann ist es tatsächlich mit einer der einfachsten Challenges, die wir bis jetzt hatten. Und das ist vielleicht auch mal zu Valentinstag gar nicht mal so verkehrt. Also hier unsere Queen müssen wir noch zünden. Die war da im Single, damit die nicht zu viel Schaden bekommt. Normalerweise haut sie da immer zu den Teslen ab. Das hat sie jetzt diesmal nicht gemacht, aber auch die fallen jetzt hier noch wunderbar und damit haben wir hier die 3 Sterne. So einfach kann es gehen und ja, das Ganze hat sogar diesmal tatsächlich gar nicht so lange gedauert. Also hier tatsächlich mit einer der ersten Versuche, die wir hier für die Challenge gebraucht haben und ja. Würde mich mal gerne interessieren, ob ihr es auch als erstes oder direkt am Anfang hinbekommen habt. Und dann natürlich würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, falls euch die Challenge wieder gefallen hat, der Weg euch gefallen hat und ihr damit hier die 3 Sterne haben konntet. Falls nicht, schreibt gerne immer in die Kommentare, da versuche ich euch sehr, sehr gerne zu helfen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Macht's gut, haut rein und tschüss mit Ö.